Und hallo, herzlich wieder willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um ein Thema, das hatte ich schon mal im Angriff genommen. Und zwar, ich mache ja solche Sternholzbrettchen. Da habe ich jetzt schon einige gemacht. Und war immer der Wunsch, so eine Fleischrille zu machen oder Fleischsaftrille oder Saftrille oder Blutrille, wie man es auch immer nennen will. Da habe ich mir damals so einen Fräser gekauft, hier von Bosch. Der sieht so aus. Und da war die Idee einfach, dass ich hier entlang fräse und meine Rille habe. Und ich habe das damals versucht, das ist in die Hose gegangen. Und da habe ich auch, ich zeige es mal hier, so eine Schablone, die ich eigentlich so für größere Projekte benutze. Das Problem bei der ist, die ist immer blöd einzustellen, also ziemlich aufwendig. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte mir selber so eine Schablone bauen, weil ich habe jetzt für einige Freunde ein Brettchen, was ich fertig machen muss, dann für mich selber. Und ein Arbeitskollege hat mich auch wieder so angefixt, der Max. Und zwar hat er mir wieder erzählt, er hat ein Video gesehen, dass man so eine Rille ganz einfach fräsen kann. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich setze mich einfach mal hin und baue so ein Ding wieder selber. Soll nicht viel kosten, also mit irgendwie Abfallholz. Das habe ich bei uns aus der Firma mitgenommen. Und jetzt habe ich mal gebaut und überlegt und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. So, vom Prinzip her sind die Vorgaben für diese Schablone nicht sehr groß. Und zwar, sie soll nichts kosten. Das heißt also billiges Material. Dann möchte ich diese Fräse hier benutzen. Und zwar ist die Makita. Die hat den Vorteil, die hat einen runden Kopf. Und dadurch kann man hier dann entlang fahren und wunderbar mitarbeiten. Und diesen Fräser hier nutzen. Und das Ganze soll möglichst einfach aufgebaut sein. Und natürlich auch variabel. Und da habe ich mir Folgendes gedacht. Ich nehme das mal, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ich habe hier solche Hölzer abgesägt. Das ist so MDF-Platte. Die hat den Vorteil, die sind relativ gerade, schön gerade. Kann man gut sägen, gut verarbeiten. Da ist die 3. Und da ist die 4. So. Und das habe ich in der Höhe gemacht, wie die Brettchen sind. Man kann natürlich auch, wenn man dann ein Brettchen hat, das höher oder tiefer ist, natürlich auch mit Unterlachen arbeiten. Man kann das noch beliebig verändern. So, und jetzt ist der Plan folgender, dass ich meine Fräse nehme und dass ich hier habe ich eine Begrenzung, entlang fahre und die Fleischrille reinfräse. Natürlich ist es auch so, dass ich diese Begrenzung hier, da möchte ich ein Langloch reinfräsen, wo ich dann sagen kann, ich kann es beliebig einstellen. Dass ich zum Beispiel auch sage, ich stelle das so ein oder so. Ne? Das ist das Prinzip wie bei dieser Aluminium-Schablone. So, dann habe ich Folgendes gemacht, um das machen zu können. Habe ich mir solche Hölzer hier, eine Aussparung gemacht, mit der Stichsäge reingesägt. Und die werden jetzt hier hinten drauf geleimt. Und dann seht ihr auch gleich das Prinzip, wie ich das meine, wie das relativ einfach ist. Das ist diese Seite. Ich habe sie nur nummeriert, weil ich sie schön auf Maß gearbeitet habe. Das hier und das letzte von der Seite. So. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie das aussieht hier. Und so habe ich jetzt hier so einen Käfig und jetzt kann ich hier mit der Fräse rein und kann hier die Wand abfahren und kann eigentlich fast nichts mehr falsch machen. Den Abstand, den habe ich mir von einem vorhandenen Brettchen, ich zeige das mal hier, das ist so ein altes Ding, habe ich mir das rausgemessen. Ne? Und zwar sind es glaube ich 2,5 cm bis Mitte hier. So, das lege ich mir wieder weg. Und jetzt ist der Plan als nächstes, dass ich hier, also hier solche Langlöcher reinfräse mit der Oberfräse, mit dem Schlitz und dass ich hier rein praktisch einen Gewindestab mache, der hier rausragt und hier wird es mit so einer Mutter gesichert. Und das hat einen riesen Vorteil, dann kann man praktisch diese Schablone, so wie sie ist, verschieben von der Größe her. Ich zeige es einfach mal ohne Brettchen, dass man sich das besser vorstellen kann. Ich nehme das mal raus.
Ich hätte jetzt zum Beispiel ein kleineres Brettchen. Ich lege das mal auf Seite. Und jetzt kann man zum Beispiel hergehen und kann das so kleiner machen. Ja? Die Schablone hat natürlich eine gewisse Größe, weil ich möchte schon flexibel sein, dass ich auch verschiedene Bretter bearbeiten kann. Ja? Ich weiß natürlich noch nicht, wie ich das mit dem Langloch mache, wie weit ich das mache, wie weit ich runtergehe. Aber vom Prinzip her, wie gesagt, sieht man hier, was ich damit vorhabe. Und ich denke, das ist eine ganz einfache und gute Lösung und hat eigentlich nichts gekostet, weil das Holz, was ist sowieso im Schuppen, das war bei uns Abfall im Versand, das ich so mitgenommen habe. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was ich vorhabe. Im nächsten Step mache ich dann diese Langlöcher rein. Das filme ich natürlich auch wieder. Und ich habe mir über Amazon solche Schrauben bestellt mit metrischem Gewinde hinten raus. Und vorne ist eine Holzschraube. Und das verleime ich noch zusätzlich und drehe es rein. Und dann sehe ich natürlich auch die Bretter auf Maß ab. Und das kann man natürlich auch noch ein bisschen verkleinern, muss man gucken. Und das Ganze kann man auch relativ einfach zerlegen und schnell wieder zusammenbauen. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, vielleicht, dass der eine oder andere auch dadurch inspiriert ist. Und wenn Maß oder was benötigt, werden mich einfach anschreiben. Die gehen dann raus. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.